Schalte die Zündung deines Autos aus. Zieh die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du den Dieselfilter sehen, der sich auf der linken Seite im Motorraum befindet. Entferne den Klappstecker von der ersten Benzinzulaufleitung und schieb sie zur Seite. Drücke dann mit einer verstellbaren Zange das Ende der anderen Leitung zusammen und zieh sie dann heraus, indem du sie leicht hin und her bewegst. Wiederhole den Vorgang an der dritten Leitung. Löse mit einem breiten Kreuzschlitzschraubenzieher die Schraube am Filterflansch und nimm dann den Filter heraus. Leg ihn in einen Auffangbehälter. Du kannst diesen auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video "Stell deinen Auffangbehälter selbst her" an. Vergleiche den neuen Filter mit dem alten. Und überprüfe, dass die Entlüftungsschraube des Filters gut angeschraubt ist. Du kannst dann die Dichtungen der Dieselzulaufleitung durch die neuen in der Filterverpackung ersetzen. Dazu verwendest du einen kleinen Schraubenzieher, um sie herauszunehmen. Und setz die neuen dann von Hand auf. Denk daran, die Dichtungen vor dem Wiedereinbau gut einzuölen. Setz den neuen Filter in seinem Gehäuse ein und zieh dann die Schraube am Flansch mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher wieder an. Schließ die drei Dieselleitungen wieder an. Da dein Fahrzeug nicht mit einer Kraftstoffbirne ausgestattet ist, musst du unbedingt den Filter vorfüllen, bevor du deinen Wagen wieder startest. Bevor du die dritte Leitung wieder anschließt, füllst du den Filter mit einem kleinen Trichter und einem mit Diesel gefüllten Behälter komplett vor. Dann schließt du den letzten Schlauch an und bringst den Klappstecker wieder an. Lass deinen Motor für 10 Sekunden laufen, um dich zu versichern, dass der Filter wirklich wieder eingeleitet wurde. Und fertig!